Gestern 14.55 Uhr Ortszeit, Start einer Sojus-Rakete vom russischen Raumfahrtzentrum Baikonur. An Bord auch der deutsche Raumfahrer Klaus-Dietrich Flade. Ziel der bemannten Raumkapsel ist die Raumstation Mir, die die Erde in etwa 350 Kilometer Höhe umkreist. Morgen dann wird es soweit sein. Die Sojus-Kapsel und die Mir-Station haben ihre Geschwindigkeit und Bahn genau aufeinander abgestimmt. Das Kopplungsmanöver kann beginnen. An Bord der Raumstation warten zwei Kosmonauten auf die Ablösung. Sergej Krikalov ist schon seit Mai 1991 im Orbit, länger als ursprünglich geplant. Dort oben erlebte er das Ende der Sowjetunion. Und so wird das Kopplungsmanöver ablaufen. Die Sojus-Kapsel nähert sich der Raumstation. Vorsichtig steuert man aufeinander zu. Ein unkontrollierter Zusammenprall wäre eine Katastrophe. Ist die Ankopplung gelungen, können die Kosmonauten umsteigen und ihre Arbeit beginnen. 8 Tage sind für den Aufenthalt des deutschen Gastes geplant. Und die russische Raumstation Mir benötigt etwa 90 Minuten, um einmal die Erde zu umkreisen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Transportkapsel braucht etwa 2 Tage, um an die Raumstation andocken zu können. Morgen gegen 12 Uhr soll es soweit sein. Die Landung ist etwas ungewöhnlich. Die Kapsel fällt zur Erde und wird durch einen Fallschirm gebremst. Anders also als beim amerikanischen Space Shuttle. Und der Flug des deutschen Kosmonauten gibt uns Gelegenheit, einmal die russische Raumfahrttechnik mit der amerikanischen zu vergleichen. Die russische Raumfahrttechnik präsentiert sich behäbig und etwas rustikal. Die amerikanische ist zwar eleganter, aber mit dem Space Shuttle hat man ja nur die Gelegenheit, etwa 10 Tage im Weltall zu bleiben. Die russische Raumstation Mir kreist seit 1986 um die Erde. Nun, vor 8 Wochen hatte der deutsche Astronaut Ulf Merbold die Gelegenheit, mit dem Space Shuttle in den Weltraum zu fliegen. 3, 2, 1, 0, das amerikanische Space Shuttle ist Raumtransporter und im Orbit zugleich Mini-Raumstation. Bei diesem Flug hat es das Space Lab, das von den Europäern gebaute Raumlabor, an Bord. Vor allem wegen der Schwerelosigkeit verlaufen hier Leben und Arbeit ganz anders als auf der Erde. Durch Experimente will man herausfinden, wie sich die Schwerelosigkeit auf Lebewesen und auf Materialien auswirkt, sie verändert. Das Space Lab ist dicht gepackt mit solchen Experimenten. Der Zeitplan sehr eng, möglichst viele Versuche sollen durchgeführt werden. Den Menschen im Weltraum am Leben zu erhalten, erfordert einen großen technischen Aufwand. Deshalb ist die bemannte Raumfahrt auch so teuer. Es wird vor allem auf medizinische Experimente Wert gelegt. Man untersucht, wie der Mensch sich im Raum bei Schwerelosigkeit orientiert, wie er feststellt, was oben und unten ist, warum der Kreislauf Änderungen unterliegt und weshalb die meisten Astronauten seekrank bzw. raumkrank werden. Eine Shuttle-Mission von 8 Tagen ist dafür eigentlich zu kurz. Eine ständige Raumstation wie die russische Mir dagegen bietet die Voraussetzungen für Langzeitversuche. Seit über 15 Jahren haben die russischen Kosmonauten diese Möglichkeit, in der Schwerelosigkeit zu experimentieren. Inzwischen gestattet man auch Raumfahrern aus dem Westen den allerdings gut bezahlten Kurzaufenthalt an Bord. Dieser japanische Gast ist übrigens der erste Fernsehjournalist im All. Auch hier demonstriert man gern exotische Effekte der Schwerelosigkeit. Ein Frosch
beim Versuch, sich fortzubewegen. Vor allem aber müssen sich die Kosmonauten abstrampeln, um in Form zu bleiben für ihre ernsthaften Arbeiten wie Materialforschung oder Erdbeobachtung. An Bord der Mir hätte man zwar genug Zeit für Langzeitversuche, es fehlt aber für viele Experimente die technische Ausstattung. Kosmonauten lebten und arbeiteten oft viele Monate in der Raumstation. Sie waren das Studienobjekt bei der Untersuchung der Auswirkung der Schwerelosigkeit auf den Menschen. Rund um die Uhr überwacht man vom Boden aus den Gesundheitszustand der Kosmonauten. Ein gewaltiger Aufwand neben der technischen Kontrolle der Raumstation. Bevor ein Kosmonaut überhaupt zu einem solchen wird und ins All fliegen kann, hat er viele harte Tests zu bestehen. Daran hat sich seit Beginn der bemannten Raumfahrt nichts geändert. Besonders belastend der Abschlusstest. Die achtfache Erdbeschleunigung ist auszuhalten. Selbst das Atmen wird da zur Qual. Auch heute noch macht vor allem die Raumkrankheit, zu vergleichen mit der Seekrankheit, große Schwierigkeiten. Trotz intensiver Forschung und ausgeklügelten Tests lässt sich immer noch nicht vorhersagen, wie der Kosmonaut oder Astronaut im Weltall reagieren wird. Bewegungskoordination wird hier vor und nach dem Flug getestet. Und auch die Amerikaner kämpfen mit den gleichen Problemen, versuchen mit raffinierten Testanlagen herauszufinden, was den Orientierungs- und Gleichgewichtssinn bei den meisten Astronauten so stört, dass ihnen übel wird, dass sie oft tagelang im All raumkrank sind. Offenbar ist der Mensch wenig geeignet, im Weltall in der Schwerelosigkeit zu leben. Ihm die Anpassung an dieses Leben zu erleichtern, erfordert noch intensive Forschung. Ist die westliche Technik auch eleganter als die russische? Die Probleme bleiben die gleichen. Wenn ein Flugzeug eine bestimmte Kurve fliegt, entsteht in seinem Inneren Schwerelosigkeit. Alle Astronauten machten auf diese Weise ihre ersten Erfahrungen mit diesem Phänomen. Als Vorbereitung auf ihren Flug zur Mir-Station lernten so auch die deutschen Kosmonauten, sich ohne Boden unter den Füßen zu bewegen. Offensichtlich ist der Mensch das schwächste Glied in der bemannten Raumfahrt. Allzu wohl fühlt er sich ja nicht. Vor allem bei längeren Aufenthalten kommt es zu Kalziumverlusten im Knochengerüst oder zu der Reduktion von den weißen Blutkörperchen. Das sind nur zwei gesundheitliche Auswirkungen. Nun, bezeichnend ist auch, dass jetzt auf der Mir-Station von 13 Experimenten sich 12 mit der Auswirkung der Schwerelosigkeit auf den Organismus beschäftigen. Raumfahrt ist teuer, die bemannte Raumfahrt weitaus teurer als die unbemannte. Und wenn man einmal die Kosten vergleicht für einen Satellitenstart mit einem bemannten System und einem unbemannten System, dann kostet dieser Start bei einem bemannten System 10-mal mehr als mit dem unbemannten System. Viele Experimente kann man ja auch unbemannt durchführen, zum Beispiel auf freifliegenden Plattformen. Hier hinten haben Sie ein Modell von Eureka. Diese Plattform soll in diesem Sommer gestartet werden. Darauf befinden sich viele Experimente. Und man kann diese Plattform nach einiger Zeit wieder auf die Erde zurückholen und nachschauen, welche Ergebnisse es gibt. Und ob nun die bemannte Raumfahrt Vorzüge hat oder die unbemannte, das ist eine alte Streitfrage. Die Pläne haben sich auch über die Jahre verändert. Und wie der Trend heute aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Mit Hilfe des Shuttles will die NASA die amerikanische Raumstation Freedom, Freiheit, aufbauen. Das Shuttle soll dazu in mehreren Flügen Fertigteile der Station in den Orbit bringen.
Dort baut man sie zusammen. Ursprünglich geplant war eine große Station, in der auch die Europäer und Japaner eigene Labors anbauen sollten. Geldmangel hat diese große Lösung platzen lassen. Jetzt wird die NASA, gezwungen durch die Sparmaßnahmen, eine weitaus kleinere Version bauen. Geplant ist eine erste Stufe mit einem kleinen, bewohnbaren Labor. Wann diese Mini-Station realisiert wird, steht aber noch nicht fest. Die Europäer haben auch ihre eigenen Pläne. Mit der neuen Rakete Ariane 5 und dem Raumgleiter Hermes auf ihrer Spitze wollen sie unabhängig von anderen in den Weltraum fliegen und so eine eigene bemannte Raumfahrt sichern. Will man allerdings nicht ins Leere fliegen, werden die Europäer schneller als geplant auch ihre eigene Raumstation mit Ariane 5 in den Orbit bringen müssen. Diese Projekte sind in Arbeit und bestehen längst nicht mehr allein aus Computeranimationen oder bloßen Träumen. Die freifliegende Raumstation Columbus wird nach diesen Plänen vom europäischen Raumgleiter Hermes angeflogen. Der Minigleiter bringt zwar die Astronauten zu den Labors, kann aber nur kleine Nutzlasten transportieren. Nach der gerade gültigen Konzeption soll Columbus aber auch als automatische, unbemannte Station dienen. Langzeitexperimente werden so ungestört vom menschlichen Einfluss ablaufen können. In diese Zukunft hat man schon viel Geld investiert. Zu viel, meinen Kritiker. Mit Ariane 4 haben die Europäer eine leistungsfähige und flexible Trägerrakete und verdienen mit ihr gutes Geld. Die Realität in der Raumfahrt der Gegenwart wird vom Satellitengeschäft bestimmt. Immer mehr Satelliten werden in den Orbit transportiert. Für viele Bereiche des täglichen Lebens ist der Einsatz von Satelliten nicht mehr wegzudenken. Zum Beispiel Meteosat, der aktuelle und genaue Wetterberichte liefert. Fernseh- und Kommunikationssatelliten bringen immer mehr Informationsmöglichkeiten. Mit 4 Satelliten lässt sich ein weltweites Kommunikationsnetz aufbauen. Immer mehr Satellitengesellschaften drängen in dieses Geschäft, zum Beispiel Inmarsat. Ursprünglich als Navigations- und Funkhilfe für Schiffe gedacht, bietet man heute weltweit mobilen Funk, Telefon und Fax für jedermann an. Kommunikation in jeder Lebenslage. Unbestritten ist der Erfolg der wissenschaftlichen Satelliten und Raumsonden. Sie dienen der Erforschung unseres Sonnensystems und des Weltalls. Der Trick zeigt die Bahn der Sonde Ulysses. Sie führt in weitem Bogen um den Planeten Jupiter in Richtung Sonne. Durch die Anziehungskraft des Jupiters wurde Ulysses vor einem Monat herumgeschleudert und damit auf genauen Sonnenkurs gebracht. Die Raumsonde Galileo, unterwegs zu Jupiter, hat auf ihrem Weg Gaspra, einen Meteoriten, entdeckt. Die Computerdarstellung zeigt Gaspra im Vergleich zur Größe von Los Angeles. Diese Daten sind für die Grundlagenforschung wichtig. Nun, inwieweit sich die hochfliegenden Pläne der bemannten Raumfahrt überhaupt realisieren lassen, das steht in den Sternen. Die Europäer mit ihrem Hermes besitzen ja dann einen Mini-Transporter. Nur 3 Astronauten können damit transportiert werden. Und auch die Nutzlast ist nicht allzu groß. Das Problem ist ja immer in der Weltraumtechnik, die Pläne müssen recht frühzeitig gemacht werden. Und dann, wenn sie nach 10, 15 Jahren zum Beispiel zur Realisation kommen, dann ist die Technik, die man einmal eingeplant hat, oft veraltet.
Die Frage ist, ob die bemannte Raumfahrt nicht in eine Sackgasse führt. Viele Aufgaben übernehmen schon unbemannte Projekte, wie zum Beispiel hier der Forschungssatellit ROSAT. Der hat die Röntgenstrahlung im Weltraum gemessen und aufregende Daten geliefert. Und die Atmosphäre lässt ja diese Röntgenstrahlen nicht durch, also da braucht man wirklich die Weltraumforschung. Man hat ja den Eindruck, dass in der Weltraumforschung die Erde immer mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Man versucht zum Beispiel, die Atmosphäre näher zu untersuchen. Sie kennen das Problem mit der schwankenden Dicke der Ozonschicht. Die Ozonschicht, die absorbiert ja die harten UV-Strahlen, wichtig für das Leben hier auf der Erde. Mehr Daten ermöglichen eine bessere Abschätzung der Situation. Heute geht es mehr denn je um die Zukunft unseres Planeten, um die Erforschung der Voraussetzungen für das Leben auf der Erde. Auch Ulysses, unterwegs zur Sonne, liefert dazu indirekt einen Beitrag. Durch den Flug der Sonde über die Pole der Sonne erwarten die Wissenschaftler neue Erkenntnisse über das, was im Innern der für uns lebensnotwendigen Energiequelle passiert. Wir sehen von der Sonne nur die Äquatorregion. Und nur aus dieser Perspektive können wir ihre Aktivitäten beobachten. Mit diesen reduzierten Informationen ist es nicht möglich, die Energieproduktion der Sonne vollständig zu verstehen. So hofft man, dass mithilfe von Ulysses das rätselhafte Magnetfeld der Sonne entschlüsselt werden kann und dessen Wechselwirkung mit dem Sonnenwind dadurch zu verstehen ist. Nur eine geringe Veränderung der Strahlung zum Beispiel ließe die Erde zur Eiswüste erstarren oder sie in glühende Hitze tauchen. Das Klima und damit das Leben auf der Erde hängt unlösbar von der Sonne ab. Der ERS-1, der neue europäische Erdbeobachtungssatellit, tastet auf seiner Bahn über die Pole in wenigen Tagen die gesamte Erdoberfläche mit Radar ab. Sechs Botenstationen nehmen die gewaltige Datenmenge auf. Daraus gewinnt man präzise Bilder, wie zum Beispiel vom Golf von Neapel. Die nordfriesischen Inseln. Mithilfe solcher Satelliten lässt sich jederzeit ein aktuelles Bild der Erdoberfläche gewinnen. Hier kann man die einzelnen Felder und was darauf wächst genau erkennen. Jede Veränderung, jede Zerstörung, zum Beispiel der Regenwälder, kann man schnell und genau feststellen. Auch die schwankende Ausdehnung der Eisflächen in den entlegenen Polarregionen kann so registriert werden. Ein frühes Anzeichen einer drohenden Klimaänderung. Problem Nummer eins bleibt die Luftverschmutzung. Für sie existiert noch keine vergleichbare, lückenlose Satellitenaufklärung. Zwar gibt es dafür Vorschläge, aber für die Realisierung fehlt es an Geld. Seit Jahren schon werden Messflugzeuge eingesetzt. So konnte man mit dem Spionageflugzeug U-2 auch in großen Höhen Stichproben von der Atmosphäre machen und analysieren. So wurde schon vor Jahren während des Südwinters das Ozonloch über der Antarktis entdeckt und seine schwankende Ausbreitung verfolgt. Seit kurzem ist man nun auch bei uns auf der Nordhalbkugel auf der Jagd nach dem Ozonloch. Deutsche Wissenschaftler benutzen dafür eine speziell ausgerüstete Transall-Maschine. Ein bisheriges Ergebnis, auch auf der Nordhalbkugel nimmt die Ozonkonzentration zeitweilig bedenklich ab. Grün und Blau bedeuten geringere Mengen an Ozon. Aber auch die Raumfahrt leistete bei diesen Forschungen ihren Beitrag. Der im letzten Jahr ausgesetzte amerikanische Satellit UARS, der die obere Atmosphäre erkunden und überwachen soll, lieferte zusätzliche Daten. Die schützende Ozonschicht erstreckt sich, je nach Jahreszeit und geografischer Breite, im Wesentlichen zwischen 13 und 35 Kilometer Höhe.
Mit herkömmlichen Flugzeugen kann man eine Höhe bis zu 12 Kilometer direkt erforschen. Forschungsballons erreichen leicht eine Höhe von 50 Kilometer. Die Raumstation Mir und das Shuttle operieren deutlich höher. Mit ihnen und den noch höher im Weltall umlaufenden Erdbeobachtungssatelliten wäre eine intensive Untersuchung der Ozonschicht möglich. Aber auch bei diesen Projekten fehlt es an Geld. In den hohen Schichten unserer Atmosphäre sind die chemischen Wechselwirkungen der verschiedenen Gase und Partikel sehr sensitiv gegenüber kleinen Veränderungen. Gesichert scheint, dass Chlor von den chlorierten Kohlenwasserstoffen das Ozon zerstört. Daher ist es besonders alarmierend, dass man hohe Konzentrationen von Chlormonoxiden von den USA bis über Europa und weit nach Sibirien hinein gemessen hat. Rot zeigt hohe Chlorkonzentrationen an. Mehr Chlor bedeutet stärkeren Ozonabbau. Ozonabbau und die damit verbundene Zunahme der harten UV-Strahlung hat nicht nur Auswirkungen auf unser Freizeitverhalten, sondern kann sich zu einem ernsten Problem für das Leben auf unserem Planeten entwickeln. Noch vor kurzer Zeit hat man ja von der Industrialisierung des Weltraums gesprochen. Was man damit meinte, war, dass man zum Beispiel in der Schwerelosigkeit neue Materialien herstellen könnte. Nun, auf der Erde, da fügen sich ja die Atome nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten zusammen. Es kommt zur Kristallbildung. Hier habe ich ein Beispiel und Sie sehen, da gibt es sechs Ecken. Das ist so ein Bergkristall und diese äußere große Form, die findet sich dann auch im Kleinen wieder. In der Halbleitertechnik versucht man besonders exakt die Atome aneinander zu legen, sie zu ordnen. Man braucht also exakt wachsende Kristalle, wie zum Beispiel Silizium. Hier habe ich eine Probe. Dieser Siliziumstab, dieser Kristall wurde aus einer Schmelze gezogen. Und was man später macht, ist, man schneidet hier solche Scheiben ab und kommt dann zu den elektronischen Chips. Die Schwerkraft beeinflusst dieses Wachstum und die Hoffnung ist, dass man im Weltraum in der Schwerelosigkeit zu neuen Ergebnissen kommen könnte. Und auf der Mir-Station gibt es ein Unterkühlungsexperiment, eine unterkühlte Schmelze. Was damit gemeint ist, kann ich Ihnen hier zeigen. Hier in diesem Kissen befindet sich eine solche unterkühlte Schmelze. Und wenn ich jetzt mal diese Metallplatte auslöse, dann sehen Sie, kristallisiert diese Schmelze, sie wird fest und sie bildet dann eine bestimmte Struktur. Im Weltall unter der Schwerelosigkeit kann man die Unterkühlung weitaus tiefer treiben. Und die Hoffnung ist, wenn dann aus einer unterkühlten Schmelze ein Kristall entsteht, dass dieser Kristall andere Eigenschaften hat. Ein Extrembeispiel wäre zum Beispiel Graphit und Diamant. Graphit kennen Sie alle, weich, beide bestehen aus Kohlenstoff, zum Beispiel auch hier dieser Diamant. Aber dieser Diamant ist unter anderen physikalischen Bedingungen entstanden. Nun, wie man die Schwerelosigkeit zur Herstellung neuer Materialien und Legierungen ausnutzen will, das zeigen wir Ihnen jetzt. Zu Beginn war man begeistert, mit dem Space Shuttle endlich eine Möglichkeit zu haben, Experimente in der Schwerelosigkeit machen zu können. Biologen und Materialwissenschaftler hofften auf bahnbrechende Erkenntnisse. Man erwartete, neue exotische Stoffe, Legierungen zum Beispiel, produzieren zu können. Heute ist man zurückhaltender. Kritiker meinen sogar, kommerzieller Nutzen sei in absehbarer Zeit nicht zu erwarten. Aber auch für die Grundlagenforschung sind Untersuchungen wichtig, die sich nur unter Weltraumbedingungen ausführen lassen. Vor allem die hier zur Verfügung stehende lange Zeit, in der die Schwerelosigkeit prinzipiell aufrechterhalten werden kann, spielt eine Rolle. Kristalle können so zum Beispiel über einen längeren Zeitraum wachsen. Aber in der Realität gibt es auch hierbei Einschränkungen. Die Schwerelosigkeit wird durch Erschütterungen, ausgelöst zum Beispiel durch die Mannschaft, gestört. Durch das Zünden der Triebwerke zur Lageänderung des Shuttles erhalten die Astronauten sowie alle Gegenstände einen Stoß.
Solche Beschleunigungen stören die Schwerelosigkeit, wenn auch nur kurzzeitig. Daher schränkt auch ein nur kurzer Aufenthalt der Mannschaft im Orbit, in der Regel eine Woche, die wissenschaftlichen Arbeiten ein. Außerdem fehlt es an einer kontinuierlichen Folge von Shuttleflügen, die die Voraussetzung für eine experimentelle Reihe sind. Schon lange sucht man deshalb nach Alternativen. In Kiruna in Nordschweden werden Experimente mit Raketen bis zu 70 Kilometer hochgeschossen. Nach Brennschluss der Rakete bis zur Landung herrscht in der Experimentenkapsel Schwerelosigkeit, bis zu 6 Minuten lang. Seit Jahren wird diese Möglichkeit mit Erfolg vom Projekt Texas genutzt. Man untersucht zum Beispiel 2 Flüssigkeiten in einer Kammer. Unten die schwerere, oben, getrennt durch einen Schieber, die leichtere. Öffnet man den Schieber hier auf der Erde, bleibt die Grenzschicht zwischen den beiden Flüssigkeiten ziemlich stabil. Es entwickeln sich nur langsam Turbulenzen. Öffnet man den Schieber in Schwerelosigkeit, entstehen sofort heftige Turbulenzen. Die Grenzschicht verliert ihre Lage. An solchen Vorgängen sind die Wissenschaftler interessiert. Eine weitere Möglichkeit, in Schwerelosigkeit zu experimentieren, liefert der neue Fallturm in Bremen. Im Innern des 145 Meter hohen Betonturms, geschützt vor Winden, befindet sich das eigentliche Fallrohr. Er steht schwankungsfrei, während der Betonturm sichtbar um das rote Fallrohr schwingt und die äußeren Einflüsse abhält. Der Blick in die Tiefe, 110 Meter, misst die Fallhöhe. Eine Videokamera demonstriert den freien Fall im Rohr. Raffiniert einfach wird der Fall abgebremst. Schaumstoffkugeln garantieren eine sanfte Landung. Am Kontrollmonitor kann man den Vorgang verfolgen. Mehrere Versuche lassen sich pro Tag durchführen. Die Kapsel mit den Experimenten wird unbeschädigt geborgen. Ein schwebender Brennstofftropfen in Schwerelosigkeit, gefilmt während des freien Falls. 4,7 Sekunden dauert die Schwerelosigkeit. Hier untersucht man die magnetischen Eigenschaften des schwebenden Pulvers. Für viele Experimente reichen die im Fallturm möglichen 4,7 Sekunden Schwerelosigkeit völlig aus. Dazu ein Beispiel. Die Form einer Kerzenflamme entsteht durch das Aufsteigen der heißen und dadurch leichteren Luft. Diese Luftströmung erzeugt an der Flammenoberfläche Turbulenzen. Dadurch lässt sich der Verbrennungsvorgang nicht genau beobachten. Im freien Fall gibt es keine Gewichtsunterschiede. Die heiße Luft steigt nicht auf und die Flammen nehmen die Form einer Kugel an. Die Vorgänge an der Flammenoberfläche lassen sich ungestört beobachten. Aber nicht nur die Schwerelosigkeit kann die störenden Strömungen in Schmelzen und Flüssigkeiten ändern. Beim Drehen wirken Beschleunigungen, die größer als die Erdbeschleunigung sein können. An der Universität Erlangen untersucht man Kristallwachstum mit Hilfe dieser Zentrifuge. Bei dreifacher Erdbeschleunigung treten dabei Kräfte auf, die es erlauben, bestimmte Kristalle genauso gut wie in der Schwerelosigkeit wachsen zu lassen. Ein Beispiel dafür, wie vielseitig Forschung sein muss, um die Vorgänge der Natur besser verstehen zu lernen.
Andere Kristalle wiederum wachsen bei noch höheren Umdrehungsgeschwindigkeiten optimal. Hier wird prinzipiell der Vorgang des Kristallwachstums deutlich. Ein Kristall entsteht aus einer Schmelze. Diese Arbeiten bewegen sich alle im Bereich der Grundlagenforschung. Von der Industrialisierung des Weltraums wird heute kaum noch gesprochen. Und auch die Hoffnungen auf neue Materialien, die haben sich etwas gelegt. Das Supermaterial, das zeigen die bisherigen Experimente, kann nicht erwartet werden. Nun, die Materialforscher sind ja auch etwas unzufrieden mit der Forschungsmöglichkeit im Weltall. Die Zahl der Flüge ist zu gering, die Zeitabstände sind zu groß. Welcher Experimentator möchte 5 Jahre auf die Ergebnisse eines Experimentes zum Beispiel warten? Nun, die bemannte Raumfahrt macht auch Schwierigkeiten, das haben wir ja gesehen. Und vielleicht haben auch deshalb die Europäer in ihrem neuen Columbus-Projekt die Möglichkeit eingeplant, mit Roboter und Automaten zu arbeiten. Nun, frei fliegende Plattformen, das ist sicher eine Hoffnung. Wenn man sehr häufig in das Weltall hineinfliegt, dann gibt es Probleme, die man eigentlich mit der Weltraumfahrt noch nie so stark in Verbindung gebracht hat, mit der Umwelt. Nun, einmal gelangt Weltraumschrott in die Umlaufbahnen, zum anderen werden die höheren Schichten in der Atmosphäre belastet. Und wie das aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Durch das große Geschäft mit Fernseh- und Kommunikationssatelliten drängen sich vor allem auf der bevorzugten geostationären Bahn die Satelliten. Alte und defekte Satelliten vergrößern das Problem. Eine Lösung ist nicht in Sicht. Mit jedem Start bringt man neben der Nutzlast, den Satelliten, auch Schrott in den Weltraum. Wenig Probleme machen die unteren Stufen der Raketen. Sie fallen auf die Erde zurück. Problematisch aber sind Schutzhüllen, die oberen Stufen und zum Beispiel Hilfsgeräte zum Aussetzen der Satelliten, denn sie bleiben längere Zeit im Orbit. Wenn die obere Stufe gar explodiert, entsteht noch mehr und gefährlicherer Schrott. 30 bis 70.000 Stücke von 1 Zentimeter und größer, schätzt man, umschwirren die Erde und bedrohen auch die Satelliten auf der wichtigen geostationären Bahn. Werden Satelliten mit Wegwerfraketen in den Orbit transportiert, entsteht notgedrungen neuer Schrott. Es ist höchste Zeit für die Raumfahrttechniker, darüber nachzudenken, was man tun kann, diesen Müll zu vermeiden. Bereits heute ist dieser Schrott nicht nur für Satelliten gefährlich, sondern vor allem für Astronauten und Kosmonauten. Neben den Vorbeugemaßnahmen wird man auch aktiv den Müll wieder einsammeln müssen. Mit diesem Müllfänger sollen kleine Schrottstücke eingefangen werden. Sie bleiben einfach in den Flügeln stecken. Großen Brocken muss er allerdings ausweichen. Im Projekt Theresa sollen auch große Stücke eingesammelt und auf eine Absturzbahn gebracht werden. Aber das sind nur allererste Pläne für einen Müllschlucker im Weltraum. Konkrete Bemühungen, das Problem zu lösen, gibt es noch nicht. Dieser Zeitraffer zeigt, wie dringlich die Aufgabe jedoch ist. Rund 70.000 Schrottstücke werden vom US-Raumkommando schon heute ständig überwacht. Neben dem Weltraumschrott gibt es noch andere Probleme. Bis jetzt dringen nur wenige Flugzeuge in die Stratosphäre vor und bringen dabei ihre Abgase in diese hohen Schichten. Eines davon, das legendäre Spionageflugzeug Blackbird. Es erreicht Höhen bis zu 26 Kilometer. Aber es gibt Pläne der NASA, Hypersonic-Passagierflugzeuge zu bauen, die zum Beispiel in 4 Stunden von New York nach Tokio fliegen.
Sie sollen zunächst wie ein normales Flugzeug starten, dann aber mit einem Raketenmotor in den Randgebieten der Atmosphäre ihren Flug fortsetzen. In Untersuchungen wird bereits für das Jahr 2005 ein Bedarf für solche Passagierflugzeuge nachgewiesen. Mit diesem Konzept käme es zu einer hohen Belastung der empfindlichen, höheren Schichten unserer Atmosphäre. Beim Sänger-Projekt der Bundesrepublik geht es zwar nicht um ein Passagierflugzeug, sondern um ein Shuttle der nächsten Generation, aber auch hierbei werden Abgase in hohe Schichten gebracht. Es startet wie ein Flugzeug. In 36 Kilometer Höhe wird die zweite Stufe der Flugkörper Horus ausgeklinkt. Das Trägerflugzeug Sänger kehrt dann zum Flughafen zurück. Für dieses Transportsystem müssen noch neuartige Triebwerke entwickelt werden. In dieser Konzeption fliegt Horus dann weiter in den Orbit, zum Beispiel zu einer Raumstation. Auch hier werden die hohen Schichten der Atmosphäre mit Abgasen belastet. Welche Auswirkungen diese Systeme für die Umwelt haben, hängt selbstverständlich auch von der Anzahl der Flüge ab. Seit Jahren arbeitet man schon an Studien, die die Umweltverträglichkeit dieser neuen Transportsysteme untersuchen. Solche Konzepte wie hier das Projekt Sänger sind ja weitreichende Pläne für die Zukunft. Und die Frage ist, ob sie überhaupt jemals realisiert werden. Realistischer ist die Entwicklung der Trägerrakete Ariane 5, die wir hier hinten sehen, von den Europäern. Allerdings, ob der Hermes, der jetzt auf der Spitze von der Ariane 5 steht, weiterentwickelt wird, das bleibt die Frage. Nun, Raketen gibt es ja im Augenblick viele. Die Japaner drängen auf den Markt, auch die Chinesen wollen eine Rakete anbieten. Und auch die Russen nach der Öffnung der Sowjetunion haben ja ein Raketenpotenzial, das für die Weltraumfahrt, für die friedliche Weltraumfahrt genutzt werden kann. Aber Rakete ist nicht gleich Rakete. Die russischen Raketen haben hohe Vibrationsbelastungen für die Satelliten. Außerdem, wenn man die Raumstation Mir nutzen will, dann ist sie ja nicht ursprünglich für Experimente ausgelegt, sondern sie war ja eine militärische Beobachtungsstation. Die elektrische Spannung schwankt, es ist schwierig, ein Vakuum für Experimente zu erzeugen und auch die elektromagnetische Abschirmung der Experimente ist schwierig. Aber klar ist, dass dieses Potenzial, friedliche Nutzung des Weltraums mithilfe sowjetischer Raumfahrttechnik vorhanden ist. Und wie sich das Angebot auf der Welt so darstellt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Das Rote Tor öffnet sich. Auch Ausländern gestattet man nun Zutritt zu dem Zentrum der Raumfahrtindustrie in Kaliningrad, 30 Kilometer nördlich von Moskau. Zu Zeiten der Sowjetunion war diese Region Sperrgebiet höchster Geheimhaltung und streng bewacht. Unvorstellbar, auch nur in die Nähe zu kommen. Hinter diesen Mauern verbirgt sich eine der größten Raketenfabriken der Welt. Noch stehen die Hallen voll von Weltraumgerät und die Arbeit geht weiter. Allerdings ist nicht klar, wie die GUS-Staaten den für die ehemalige Sowjetunion so wichtigen Industriezweig weiterführen wollen. Ob sie vielleicht versuchen werden, ihre Leistungen verstärkt international anzubieten. Hier wurden die zuverlässigsten Raketen der Welt produziert. Zum Beispiel die Proton, die bei 200 Starts nur 3 Fehlschläge aufwies. Auch die Soyuz-Rakete ist seit Jahrzehnten erprobt und im Einsatz. Sie ist das Transportmittel zur Raumstation Mir.
Die Japaner wollen schon bald eine Rakete zur Verfügung haben, die die Leistung der europäischen Ariane 5 erreicht. Auch China will 1995 eine Rakete anbieten, die mit der heutigen Ariane 4 vergleichbar ist. Konkurrenz für die Europäer, die mit dieser erfolgreichen Rakete bis jetzt einen Vorsprung im Wettlauf um das Satellitengeschäft besaßen. In den USA gibt es sogar Überlegungen, die Saturn V, die die Amerikaner zum Mond brachte, wiederzubauen. Es sei kostengünstiger als eine Neuentwicklung. Diese Rakete könnte Aufgaben vom Space Shuttle übernehmen. Das Zeitalter der Wegwerfraketen scheint gerade erst zu beginnen. Wir haben versucht, Ihnen einen Überblick über die Entwicklungen in der Raumfahrt zu geben. Raumfahrt ist sehr teuer und die Gesellschaft muss eigentlich entscheiden, ob sie bereit ist, solche Projekte zu finanzieren. Nun, klar ist auch, dass diese Planungen in der Raumfahrt recht langfristig sind. Finanzielle Mittel werden also langfristig gebunden. Und die Sorge ist berechtigt, dass bei diesem hohen finanziellen Einsatz die Gefahr besteht, dass andere Forschungsprojekte auf der Erde zurückgedrängt werden. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal dann. Guten Abend.